Liebe Enjoy This Life Community, heute ist bei mir Dr. Ben Bark auf der Couch. Es ist immer noch keine Couch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir es jemals schaffen, wirklich eine Couch zu bekommen. Aber wir sind gerade hier am Find Your Flow Kongress. Das heißt Find Your Flow, oder? Ja. Ja. Und ich habe ihn kurz auf der Bühne gesehen. Ich habe ihn ehrlich gesagt vorher nicht gekannt. Fand aber das, was er gemacht hat, super. Habe auch gefunden, es passt mega gut zur Community. Und habe ihn gefragt und er hat mega spontan zugesagt. Und vielen Dank dafür als erstes. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Könntest du zuerst einfach mal so 2, 3 Sätze über dich erzählen, sodass auch die Leute, die dich vielleicht noch gar nie gesehen haben, einfach wissen, was machst du genau? Du bist ein Doktor. Gibt ja viele Doktoren. Frauenarzt bist du nicht, oder? Das bin ich nicht. Ja. Und jetzt besteht Gefahr, dass das hier sonst abgleist. Ne? Aber nein, das bin ich nicht. Also ich bin promovierter Sportwissenschaftler, habe an der Deutschen Sporthochschule mehrere Jahre in der Forschung gearbeitet. Da war der Schwerpunkt Schwerelosigkeitsforschung. Ich habe die Parabelflüge in Bordeaux begleitet und mich sehr stark mit Patienten Schlaganfall, Apraxie beschäftigt. Und ja, es ist dann eine persönliche Geschichte gewesen, weswegen ich die Wissenschaft mehr zur Seite gestellt habe. Das hing damit zusammen, dass das mein Gefühl ist, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber dass man als Forscher und Wissenschaftler eben wirklich eher weniger die Welt verändert, wenn man direkt mit Menschen arbeiten möchte. Ja. Man forscht eher in einem engeren Rahmen und die Ergebnisse gehen eher dann an einen Elitekreis, wenn man so will. Und weil ich meinen Vater sehr, sehr früh an Krebs verloren habe, war dann mein Anliegen, eben wirklich Menschen nahezulegen. Ja. Du kannst etwas für dich tun, es ist wirklich nicht so schwer und Bewegung ist für alles das Fundament. Ja. Und deswegen ist auch mein Satz, den ich geprägt habe, wer im Leben etwas bewegen will, der fängt am besten bei sich selbst an. Genau. Das ist eigentlich so der Satz auch, den ich so gehört habe über dich. Da habe ich so gedacht, okay, jetzt muss ich mal reinhören, weil wir haben bei Enjoy This Life so ein 30-Tage-Selbst-Coaching-Konzept. Ja. Und da gibt es so diese Säule, das heißt Bewegung. Mhm. Und meine Philosophie ist auch so, dass viele gar nicht erfolgreich werden, weil sie sich eben auch körperlich nicht bewegen. Mhm. Oder weil, ich sage immer so, wenn du was bewegen willst, musst du dich wie auch körperlich bewegen. Ja. Und ich habe so gehört durch die Blume, das ist auch, glaube ich, ein Ansatz, den du hast, oder? Absolut, absolut. Also vielleicht versteht das die Community auch sehr gut. Bin ich spirituell, nur wenn ich 6 Stunden in die Kerze gucke? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, das fängt viel, viel früher an. Und Menschen, die einen Flow haben, die haben den vor allen Dingen in ihrem Alltag. Und deswegen, so ist es mit Bewegung eigentlich auch. Und schauen wir uns mal unsere alltäglichen Situationen heute an. Wir sitzen vornehmlich. Jetzt hier nicht unbedingt auf einer Couch, sondern auf bequemen Logensesseln, wenn man so will. Egal, dafür ist unser Körper nicht gebaut. Unser Körper ist gemacht für Bewegung. Und wie du schon schön hergeleitet hast, Bewegung ist eben der Startschuss gewesen. Ja. Du hast das Rennen gemacht gegen, haben wir heute Morgen auch nochmal gehört, gegen 6 Millionen andere. Dadurch bist du entstanden. Bewegung hat immer schon eine große Rolle in unserem Leben gespielt und erst in der modernen Gesellschaft reduzieren wir es plötzlich auf ein Maß, das uns krank macht. Ja. Und deswegen, dieses viele Sitzen am Tag ist heute gefährlicher als zu rauchen, in Kombination noch schlimmer. Und gerade die, die sich jetzt so ein bisschen ertappt fühlen, ich habe eine gute Nachricht für euch. Also die Zigarette verkürzt das Leben um 9 Minuten, das hat man im Schnitt festgestellt. Eine Runde, jetzt wird es doch nochmal wieder anstößig, eine Runde Geschlechtsverkehr mit einem Partner, einer Partnerin verlängert das Leben um 11 Minuten. Deswegen gibt es da diesen Satz, Raucher um euer Leben. Ne? Genau, den benutze ich auch gerne. Okay, na gut, dann ist man das ja gewohnt, dann können wir offen sprechen. Also du kannst hier offen sprechen, die sind sich ganz, ganz harte Sätze gewohnt. Okay. Also hoppt um euer Leben. Ja. So. So kann man das formulieren. Ja. Ja. Im Kern ist es so, das, was ich damit sagen möchte, Sitzen klaut uns Lebenszeit, klaut uns unfassbar viel Energie. Wir können das viele Sitzen nicht durch eine Trainingseinheit am Tag aufwiegen, sondern wir brauchen etwas, was uns immer wieder zwischendurch aktiviert. Ja. Ganz gezielt, und zwar auf einer Ebene, die die Geist anspricht, auf einer Ebene, die den Körper anspricht und eben auch auf einer Ebene, die die Seele anspricht. Ja. Das hast du ja auch mit den Kongressteilnehmern gemacht. Und
Das Spannende ist, wie haben die, also ich stelle mir immer vor, wie reagieren die Leute, wenn du jetzt auf die Bühne kommst, ja, und sagst, hey Leute, steht mal alle auf, oder du hast ja mit ihnen so einfache Übungen gemacht. Wie haben die Leute reagiert? Das ist etwas, was glaube ich ganz stark davon abhängt, wie man das macht. Ja. Also mit welcher Botschaft ist das jetzt verknüpft und wie führt man die Menschen auch da heran. Und ich glaube, dass wir alle eine gewisse Distanz gegen Dinge haben, die wir nicht kennen. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dann aus einer Komfortzone einmal rauszukommen. Und dann ist es in erster Linie so, wenn wir wissen, wofür wir etwas tun und das auch verstehen können, dann sehen wir uns auch darin eingeladen, mitzumachen. Und das können wir eben hier in dem Fall als Fit-Offensive vor Ort. Das ist eine Initiative, die eben für das Thema sensibilisiert, begeistert und dann eben auch zeigt, wie es funktionieren kann. Und da steckt eben dieses 3x3 gleich 3 dann mit dahinter. Und du hast vorher gesagt, dass eigentlich auch so ein bisschen dein Vater oder der frühe Tod von deinem Vater auch so ein bisschen die Grundmotivation war, wenn ich es richtig verstanden habe. Dein Papa hat Krebs gehabt, hast du gesagt. Glaubst du, dass man, also ich weiß, es ist eine heikle Frage jetzt so, aber glaubst du, dass Krebs auch entstehen könnte oder eine Ursache ist, dass man sich zu wenig bewegt? Also glaubst du, es ist ein Zusammenhang oder? Also das ist keine heikle Frage, das ist wissenschaftlich bewiesen. Okay. Dass wir vor allen Dingen, und jetzt kehre ich ins Positive um, dass wir mit angemessener Bewegung im Körper Stoffe entstehen lassen, ich will jetzt nicht zu wissenschaftlich darüber werden, aber Stoffe entstehen lassen, die Tumore, die bestehen, bekämpfen, bis hin zu eben, und wir alle haben ja Krebszellen im Körper, sogenannte entartete Zellen, die eben bekämpfen können. Das ist dann sowas wie Interleukin 6 und sowas, das sind eben Stoffe, die der Körper bei Bewegung bildet und die dann als Verteidigungssystem genutzt werden können. Das ist also wissenschaftliche Praxis und wird tatsächlich heute auch Gott sei Dank immer mehr in Chemotherapien mit integriert, dass dort bewusst den Patienten nahegelegt wird, sich zu bewegen. Okay. Ich habe jetzt eine persönliche Erfahrung gemacht. Ist gerade gut, habe ich dich da, weil ich habe eigentlich angefangen, vor so 3 Monaten eben auch mehr Bewegung in meinen Alltag zu integrieren. Sehr gut. Ich habe mit Rauchen aufgehört vor 6 Monaten. Sehr gut. Mir ist dann aufgefallen, seit ich mich mehr bewege, gesünder ernähre und so, hat zuerst jetzt mal so die letzten paar Wochen, habe ich so gemerkt, mein Immunsystem ist viel schlechter wie vorher. Also ich habe gerade vorher gesagt, eigentlich als ich ungesund gegessen habe und keinen Sport gemacht, hatte ich weniger schnell so grippale Infekte. Gibt's, und da haben viele gesagt, ja Pascal, das ist, weil dein Körper sich am Reinigen ist. So. Hast du die Erfahrung auch schon gemacht? Oder? Also das ist jetzt eine Möglichkeit. Das eine ist, dass du wirklich entgiftest. Ja. Dass, ich weiß nicht, ob du dabei dein Körpergewicht auch reduzierst. Unsere Bin Fettzellen, ich auch dran, so, unsere Fettzellen sind unsere Sondermülllager. Ne? Und mit jeder, die aufgeht und dann entleert wird, kommen eben auch Stoffe, die dort eingespeichert worden sind. Und deswegen kann das durchaus damit zusammenhängen. Ansonsten sind definitiv Effekte des Nichtrauchens sehr schnell spürbar. Dass deine Fingerspitzen zum Beispiel besser durchblutet sind, dass sich deine Haut entspannen kann, diese Dinge. Und du merkst auch relativ schnell, dass du ja leistungsfähiger darin wirst. Ja. Ne? Und so kann man eben wirklich sagen, über die Jahre lassen sich sogar langjährige Raucherfahrungen wieder ins Gegenteil umkehren. Die zweite Theorie, die ich dazu haben würde, und auch damit kennt sich, glaube ich, die Community aus, ist das Mindset. Ja. Das kannst du dir jetzt natürlich auch richtig stark reden. Ne? Mein Immunsystem ist jetzt schlechter, vielleicht auch, weil du gerade einen gewissen Entzug gespürt hast oder vielleicht auch immer noch verspürst und sagst, in der einen oder anderen Situation würde ich mir vielleicht nochmal das Zigarettchen zurückwünschen. Also, ja. Also da ist der nächste Schritt dann neben Entgiftung vielleicht auch für sich selber mehr die Entscheidung zu treffen, das ist Quatsch, was ich mir da einrede und einbilde. Ich erfreue mich bester Gesundheit und mit jedem Tag, den ich nicht rauche, wird es besser. Ja. Und das kann ich dir auch nur aus wissenschaftlicher Sicht dann nochmal bestätigen. Aber es ist schon eben auch in den Fettzellen, dass diese Sondermüll quasi drin ist. Das ist ja auch, das ist kein Esoterik-Ding, sondern nein, das ist nein. So. Also, was soll der Körper mit Giftstoffen machen, die reinkommen? Er versucht, sie in einem hohen Maße auszuleiten. Das passiert über Leber und Nieren an der Stelle. Nur wenn es zu viel ist, dann versagt dieses System. Dann ist es grenzwertig belastet, insbesondere wenn man eben nicht zu einem Interview ein Glas Wasser trinkt, sondern schmutziges Wasser, sage ich mal salopp. Ja. Und dann wissen die meisten, dass das eingefärbtes, eher braunes, braune Flüssigkeit ist.
Damit kann unser Körper entsprechend sich reinigen und ausschwemmen. Und trotzdem, wenn zu viel reinkommt, dann lagert er es da ein, wo es in Anführungszeichen am wenigsten stört. Und dann geht es häufig auch mit der falschen Nahrung eben in eine Fettzelle, die dann nach und nach gefüllt wird. Und so wissen wir selbst, dass dort auch Medikamente lagern. Entweder in der Fettzelle oder eben vor allen Dingen auch im Extrazellularraum. Das ist jetzt nichts Mystisches, sondern das ist der Bereich, der außerhalb der Zelle ist. Auch da finden wir solche Stoffe. Und was mich jetzt persönlich noch interessiert, du bist ja jetzt eher an einem spirituellen Kongress oder es ist ein spiritueller Kongress. Ich finde es super spannend, was du machst. Wie bist du gerade jetzt in diese Richtung gekommen? Also ist es so ein Weg, wo du sagst, okay, ich möchte mein Gebiet eher auf so einem spirituellen Bereich, oder dass du sagst, nein, aber auch der spirituelle Bereich. Verstehst du, wie ich meine? Also was ist deine Motivation, jetzt gerade einem spirituellen Bereich aufzutreten? Also ist auch eine persönliche Geschichte dahinter? Oder einfach, dass du sagst, na, ich fand das Konzept spannend, oder? Also am Ende würde ich sagen, es ist eine Mischung tatsächlich. Der Fokus liegt darauf, Menschen zu erreichen. Und ich mache da auch keinen Unterschied. Also das wäre wie zu sagen, dass man nur vor einer bestimmten Berufsgruppe spricht oder nur vor bestimmten Menschen spricht. Das möchte ich gar nicht ausführen, weil da nur falsche Assoziationen entstehen. Für mich ist es so, diese Bereiche schließen sich nicht aus. Das ist das erste Statement. Ganz im Gegenteil, sie lassen sich perfekt verknüpfen. Ja. Wenn wir uns Menschen anschauen, dann sind wir im Kern erstmal alle gleich. Wir haben eine Ebene, die im Kopf funktioniert, eine Verstandesebene also. Wir haben eine körperliche Ebene, das ist eine strukturelle Ebene auch an der Stelle. Und wir haben irgendwas dazwischen, was wir als Seele bezeichnen, was das auch immer für den Einzelnen dann sein mag. Und auch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat heute verstanden, dass Menschen nur gesund sind, wenn alle Bereiche miteinander funktionieren können. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade für viele Menschen, die spirituell sind, trotzdem wichtig zu verstehen, dass es da nicht nur diesen Bereich gibt, dass es natürlich einen Verstandesbereich gibt, der sich super damit einbringen lässt, dass es natürlich einen körperlichen Bereich gibt und den auch geben muss, und dass wir eben nicht immer nur darüber sprechen dürfen, wir haben Stress, wir müssen achtsam werden, uns entschleunigen, meditieren und welche Formen auch immer dann zum Ausgleich und zur Ruhe dienen, sondern es geht bewusst auch darum, den Körper zu fordern oder uns selber zu fordern. Nur dann wachsen wir. Ja. Wenn du dich selber einmal fragen würdest, deine erste Phase, in der du einmal spirituell warst, ist das für dich etwas gewesen, wo du gesagt hast, das ist Hausmannskost gewesen, da bin ich quasi wie selbstverständlich reingegangen? Ja. Weil es dir veranlagt war? Oder? Ja, also ich bin natürlich, es war halt einfach ich wusste gar nicht, dass man das spirituell nennt. Das war jetzt einfach so. Okay, ja, also es ist etwas, was in dir drin gewesen ist. Genau. Dann frage ich trotzdem nochmal, würdest du sagen, du warst von Anfang an ein Meister in diesen Dingen, über die du heute sprichst? Nee, das ist ja auch das, was ich ganz oft sage. Ich habe sehr viel trainiert oder eigentlich in den Unterricht gegangen, an mir gearbeitet. Am Anfang sehr viel gelesen, weil ich es verstehen wollte. Also, und dann halt auch sehr viel trainiert, geübt, Schule gegangen. Was du also gemacht hast, ist nichts anderes, als eine Komfortzone verlassen zu haben und dich immer wieder, wenn ich das so nennen darf, herausgefordert zu haben, um daran zu wachsen. Auch in Situationen, denen man sich vielleicht im ersten Moment auch nicht unbedingt so komplett, dass es jetzt ein Heimspiel gefühlt hat, sondern eben dann darin wachsen durfte. Das ist das, was wir mit dem Körper auch machen. Wir brauchen den Stress, um zu wachsen. Wir brauchen die Entschleunigung, um in diesen Phasen zu regenerieren und uns dann auch wirklich bilden zu können, in welcher Form auch immer, regenerieren zu können. Ja. So, was mich jetzt noch, das ist mega spannend, ich überlege jetzt gerade so für die Community, wenn du jetzt so 5 Tipps oder 10 Tipps geben würdest, wo du sagst, okay, das kann, bei Enjoy This Life heißt das Konzept, geht es eigentlich so darum, es müssen einfache, simple Übungen sein, die jeder einfach in den Alltag integrieren kann. Hast du so 5 einfache Tipps, wo du sagst, hey, wenn man diese 5 Dinge macht jeden Tag, dass die einfach schon enorm helfen können, so aus deiner persönlichen Sichtweise? Jetzt ist mein Bereich vor allen Dingen die Gesundheit und
ich versuche die Dinge immer auch greifbar zu machen und nicht in einem hochtrabenden wissenschaftlichen Slang dahin zu sprechen. Es gibt den Bereich Ernährung, der eine große, also wir fangen anders an. Es gibt drei Bereiche, mit denen wir Energie schaffen, in denen wir auf unser Gesundheitskonto als solches einzahlen. Das erste sind Gedanken, da passt auch Spiritualität sehr, sehr gut mit rein. Dein Mentales macht dich gesund oder krank. Ja. Placebo, Nocebo, beide wirken, das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Es gibt eine Ebene, die ist Nahrung, die eigentlich per se dazu bestimmt ist, Energie zu schaffen und heutzutage häufig eher Energie klaut, weil man das Falsche isst oder weil wir das Falsche essen. Was häng mal gerade hier mal ein. Ja. Was denkst du aus deiner Sicht ist hochwertiges Essen? Oder was würdest du empfehlen? Was würdest du eher empfehlen, wegzulassen? Cola hat man schon mal so ein bisschen gehört. Empfehlst du wegzulassen, logischerweise? Also im Kern ist es so, je natürlicher wir essen, umso besser. Ich versuche es jetzt wirklich mal auf eine ganz, ganz Basic-Ebene im ersten Schritt anzugehen. Je natürlicher und unveränderter ein Lebensmittel, umso besser. Ja. Je vielseitiger wir essen, umso besser. Einseitige Ernährung schafft in der Regel Unverträglichkeiten und so weiter. Es ist Bullshit, dass wir über den Tag ganz häufig essen müssen. Das ist das Verkehrteste, was wir machen können. Wir haben eine Bauchspeicheldrüse, die ein urtümlich dummes Organ ist, wenn ich das mal so sagen darf, und die jedes Mal, wenn wir Nahrung zuführen, Insulin produziert. Ja. Und ob ich nun Sportler bin oder eben vor allen Dingen Bürohengst oder im Büro arbeite, als Bürofrau dann im Gegensatz dazu, es ist immer so, wenn wir viele, viele Male über den Tag Mahlzeiten zuführen, dann produziert jedes Mal das Pankreas Insulin, diese Bauchspeicheldrüse. Und auf Dauer wird dieses Organ dabei strapaziert und wir werden krank. Wir kriegen Diabetes. Ja. Deswegen, um dem Körper eine Chance zu geben, auch die Nahrung zu verwerten und das, was wir aufgenommen haben, gilt es, längere Nahrungspausen zwischendurch einzurichten. Dreimal am Tag richtig vernünftig satt essen und dann auch mit hochwertigen Nahrungsmitteln, die am besten zu dem Körper passen, den wir haben. Das kann durchaus unterschiedlich sein. Und das ist eine Sache, ausreichend zu trinken, ist ganz, ganz wesentlich. Das ist jetzt der dritte Bereich so. Vor allen Dingen Dinge, die ja ungelöste, also keine gelösten Stoffe enthalten. Also das können gerne Tees sein, das kann gerne Wasser sein, aber eben kein Zucker da rein und auch keine Süßstoffe da rein. Süß ist etwas, was wir uns angewöhnt haben. Das per se fordert unser Körper das gar nicht. Und in der Evolution gab es lediglich die Erntephasen, in denen der Körper darauf angesprungen ist. Da gab es dann mal Insulinalarm und sonst gab es das einfach nicht. Also Wurzeln und Gräser und Fleisch kannst du essen, ohne dass dein Pankreas dabei massiv belastet wird. Ausreichend zu trinken heißt ungefähr, damit man mal wegkommt von 2 bis 3 Litern, 40 bis 60 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Das ist so eine Größenordnung, mit der wir dem Körper ausreichend Flüssigkeit zuführen. Und das lässt sich immer auch noch ein bisschen verschieben, je nachdem, wie frisch wir essen. Denn das ist der nächste ganz wesentliche Faktor. Alle wissenschaftlichen Studien, die wirklich eine große Masse an Menschen anschauen, und das sind wirklich auch die, die eine Aussagekraft haben, die zeigen, dass eine Mischkost die beste Ernährung ist. Ja. Und Mischkost heißt, es darf auch Fleisch darin enthalten sein und es sollen unbedingt auch Gemüse und Obst darin enthalten sein. Also da wirklich bunt zu essen, das hilft einem, diese vielen sekundären Pflanzenstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente zu bekommen, die dann auch ein Verteidigungssystem in unserem Körper bilden. Und wie gesagt, diese Studien zeigen, dass eher die einseitige, extremistische Form der Ernährung, die jeder gerne machen darf, wenn ihm das nahe liegt, also komplett auf Fleisch zu verzichten und einen veganen Lebensstil zu führen, eine extremistische Form der Ernährung ist, die auf Dauer eben auch einen Körper darin belasten kann und dann mindestens voraussetzt, dass man in gezielten Bereichen etwas zuführt, substituiert. So, jetzt überlege ich noch einmal kurz. Also da meinst du Nahrungsergänzung? Oder? Das könnten dann Nahrungsergänzungsmittel, genau. Oder das müssten dann in dem Fall Nahrungsergänzungsmittel sein. Bestimmte Sachen sind sinnvoll, auf keinen Fall immer einfach nur reinkippen. Ja. Ich versuche es abschließend noch einmal so auszudrücken, dass es, glaube ich, für jeden auch aus Sicht der Evolution Sinn macht. Wie ist unser Körper zusammengesetzt, wenn wir gesund sind? In erster Linie sind wir Muskulatur. Das ist zumindest der gesunde Mensch. Das ist ein Großteil in uns. Und Muskulatur ist Eiweiß.
Also kann unser Körper auch mit Eiweiß sehr, sehr gut arbeiten. Der zweite Punkt, der dann kommt, ist Körperfett. Und zu einem gesunden Maße haben wir das einfach auch. Also das sind beides Baustoffe für den Körper. Eiweiß und Fette, aus denen wird der Körper gebaut. Jede Zelle, das Gehirn wird aus Fetten gebaut und so weiter. Also ganz oben war Wasser, eingangs auch schon gesagt, dann kommt natürlich erst der Großteil des Körpers besteht aus Wasser, dann kommt Eiweiße, dann kommt Körperfett und dann kommen Spurenelemente und all diese Dinge, Mineralstoffe und so weiter. Und irgendwo ganz unten kommen Kohlenhydrate. Die haben wir nämlich zu einem Speicher in unserem Körper, ein bisschen in der Muskulatur, vor allen Dingen aber dann in der Leber als Glykogen. Und das ist das, was viele Menschen heute sehr, sehr viel essen und darin auch oft die Form an Kohlenhydraten, die eher ungesund ist, und das sind kurzkettige Kohlenhydrate, zum Beispiel eben Zuckerarten, also jedes Kohlenhydrat ist eine Form von Zucker, aber entweder kurzkettig oder langkettig, und die langkettigen beschäftigen unseren Verdauungstrakt eine gewisse Zeit, machen uns wirklich auch satt und enthalten oft auch Stoffe, die gut sind, Ballaststoffe nennen wir das, regen die Verdauung an und machen eben auch eine Zeit lang satt. Während Zucker, und das ist jetzt noch eine ganz wichtige Sache darin, so gut wie möglich reduziert sein sollte. Eigentlich alles, was süß ist, was unnatürlich süß ist, in Obst ist das immer noch mal was anderes, aber gerade Zucker ist nachgewiesenermaßen der größte Krebstreiber, den es gibt, so aus der Ernährungssicht, weil davon ernährt sich ein Tumor speziell. Ja. Spannend. Und was macht der Ben, wenn er mal eine Geburtstagsparty hat? Oder Hochzeit eingeladen ist oder selber feiert. Also ich kann mir auch vorstellen, also wenn ich dir so die zuhöre... Die Top-Fotografin haben wir. Genau. Dafür, ne? Das haben ja die Leute nicht mitbekommen. Wir haben eine Hochzeitsfotografin hinter der Kamera. Aber ich überlege mir immer so, also wenn ich dir so zuhöre, sage ich so, wow, macht voll Sinn. Aber kannst du es immer durchziehen, deine Ernährung, gerade immer Zucker weglassen, also das ist etwas, was ich auch ganz oft sage, aber es gibt einfach mal so Momente, isst du dann auch mal einen Kuchen oder gibt es das? Genau, um Himmels Willen, es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass man in meiner Gegenwart immer ein schlechtes Gewissen haben muss. Gut. Das Wichtigste ist doch, dass wir im überwiegenden Maße einen bestimmten Lebensstil führen. Und direkt an die Leute, Menschen, die besonders alt werden, da gibt es auch das ist nicht immer nur Asien, sondern es gibt auch in Richtung des Ostens durchaus Völker oder das sind dann Dorfgemeinschaften, die sehr alt werden, die feiern exzessive Feste. Ja. Und die richten dann aber immer auch Nahrungsmittelpausen ein, konnte man beobachten. Also Fastenzeit. Ja, also sogar nach einem exzessiven Fest geht es dann nicht direkt in die nächste Runde rein, sondern dann wird sogar daran eine Nahrungspause eingehalten, dass also das System regenerieren kann, wenn man so will. Das Wichtigste ist, glaube ich, sich klarzumachen, dass bei allem, was wir im Alltag so an Herausforderungen haben, dass wir uns wohlfühlen müssen für uns selber. Und es ist mir jetzt total egal, ob du einen Zentimeter mehr Bauchumfang hast, ob du deine Ärmel im T-Shirt komplett ausfüllst oder ob du 70, 80, 90, 100 Kilogramm auf der Bank drücken kannst, das spielt alles keine Rolle, weil es geht ja im Grunde genommen um Energie und Energie schafft Gesundheit. Dass man darin leistungsfähig sein möchte, auch fit und oft auch noch ein gewisses Erscheinungsbild hat, das ist eine andere Sache und die ist trotzdem sehr, sehr wichtig, das will ich gar nicht sagen. In unserem Alltag gilt es eigentlich nur, irgendwo eine vernünftige Balance zu finden. Sich gerne etwas zu gönnen und das bewusst und eben nicht an jeder Ecke, bei jeder Bäckerei, bei der ich vorbeigehe, bei jedem Kiosk ständig eine Cola in der Hand oder ähnliches, sondern darin immer einen Ausgleich zu finden. Und dann ist das wichtig, aus meiner Sicht zumindest, da mag durchaus auch jemand was anderes zu sagen wollen, aus meiner Sicht ist es so, wir sollten unser System auch gelegentlich ein bisschen fordern, daran wächst es ja dann auch. Man ist dann immer wieder auch daran etwas herausgefordert. Jede Form des Extremismus ist immer auch schädlich, weil sie uns in eine Disbalance bringt. Ne? Das ist schön. Ich habe vorher noch gesehen, ich bin so ein bisschen durch die Messe durchgelaufen. Dann habe ich auch deinen Stand gesehen und da sind die Leute alle Trampolin gesprungen. So, das war schon dein Stand, oder? Genau, wir sind hier mit mehreren Ständen vor Ort. Genau, okay. Genau. Ja. Und ich weiß, ich habe zu Hause auch ein Trampolin. So. Cool. Und ich finde es echt eine coole Sache. Und weil ich es so cool finde, erzähl mal noch kurz deine Sicht, warum ist Trampolin cool? Also so, oder warum springt ihr Trampolin? Ja. So. Ja.
Also vielleicht ganz kurz dazu. Auf diesem Kongress bin ich als Speaker aufgetreten. So haben wir uns heute Morgen auch Pascal und ich kennengelernt. Da kam die direkte Einladung, deswegen eben auch von einem Sprung in den nächsten hier, was ich sehr cool finde. Also vielen Dank nochmal auch für den netten Austausch an der Stelle. Und wir sind mit einer Initiative hier vor Ort, der Fit-Offensive. Und diese Fit-Offensive hat eben verschiedene Tools, die wir auch hier den Menschen natürlich ans Herz legen, weil unsere Zeit, die wollen wir auch oft selbstbestimmt aufteilen. Und dann ist es doch schön, darin Formen zu finden, die besonders gut uns entsprechen oder besonders effizient auch sind. Und solche Mittel bieten wir dann eben in diesem 3x3 gleich 3 System an, damit ihr das versteht. Das heißt, das Wichtigste für unsere Gesundheit ist eben, zwischendurch sich zu bewegen. Und da gibt es diese 3 Slots über den Tag, die 3 Minuten dauern, um dann deine dreifache Vitalität daraus zu gewinnen oder deine dreifache Energie. Und das ist eben weitaus wichtiger sogar als eine exzessive, lange Sporteinheit am Ende oder am Anfang des Tages zu machen. Und Trampolinspringen ist eine Form des Flows sogar, wenn man so will. Es geht um Schwingung und Schwingungen bewegen unseren Körper. Wenn wir miteinander kommunizieren, dann vor allen Dingen, weil wir uns gegenseitig Schwingungen zuspielen. Ne? Und das ist etwas, was auf zellulärer Ebene extremst gut funktioniert. Entscheidend ist aber, welches Trampolin man sogar verwendet. Also da gibt es große Unterschiede. Und es gibt solche, die den Bewegungsapparat perfekt fördern und solche, die eben dann sogar zu hart sind und den Bewegungsapparat sogar belasten können, gerade an den neuralgischen Punkten, Bandscheiben und so weiter. Und ansonsten ist das Geniale wirklich, du kannst jeden Muskel gleichzeitig trainieren, weil jeder Muskel geht in diese Anspannung, Entspannung. Jede Zelle geht in den verstärkten Stoffwechsel, weil die ist ja einmal platt gedrückt, wenn du in der Matte landest, und einmal aufgeplustert und saugt dann eben auch Nährstoffe und eben Stoffe in die Zelle ein und schwemmt sie aus. Und ja, wir trainieren eben viele unterbewusste Dinge nochmal mit. Sowas wie Koordination, Balance. Es macht einfach Spaß. Ja. Es entsteht eben wirklich so ein Zustand, der uns jugendlich fühlen lässt, der das Gehirn mit anspricht. Und ich finde es auch einfach nur, bei Enjoy This Life geht es auch so ein bisschen darum, eben wie kannst du Bewegung in deinen Alltag integrieren, egal wie alt das du bist. Ja. Und da finde ich persönlich eben auch so Trampolin, finde ich eigentlich echt cool, weil egal ob man jung ist oder man alt ist, man kann auch nur schwingen, also gar nicht unbedingt das Hüpfen. Und vor dem Fernsehen kann man das auch machen. Ja, ja. Also in den Lernphasen zum Beispiel nutze ich das auch ganz gerne. Es ist eins ganz wichtig klar zu machen. Es fängt auch bei jedem Einzelnen an, wenn er schon im Mindset sagt, jetzt bin ich älter, ich habe früher viel gemacht, also den Leuten könnte ich direkt an den Hals springen. Das ist das Schlimmste, was man sagen kann. Wenn wir uns anschauen, dann müssen wir eigentlich eher sagen, in den jungen Jahren können wir noch mehr Schindluder treiben. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich an deine Phasen, Studium oder Ausbildung oder wie auch immer zurückerinnerst. Da war es ja durchaus so, dass auch mal ein Abend feuchtfröhlich endete. Und das war dann nicht nur der Abend, sondern das ging dann auch noch so ein Stück weit in die frühen Morgenstunden. Dann kann es ja auch vorkommen, dass man nicht unbedingt alleine nach Hause gegangen ist, aber es kann auch vorkommen, dass es nicht Wochenende war. Ja. Und dann bist du am nächsten Morgen wieder aus dem Bett raus geklettert und so das erste Thema mit den Kommilitonen oder mit den Mitstudierenden, mit den Ausbildungsgenossen war dann, wo gehen wir denn heute Abend hin? Ja. Und so bis zum 30. Lebensjahr können wir, egal woran wir glauben, irgendetwas zahlt die Zeche. Ja. Und so zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr sind wir selber dafür verantwortlich dann. Und dann müssen wir eben mit den richtigen Dingen, mit einem angemessenen und vor allen Dingen menschengerechten Lebensstil unsere Gesundheit pflegen. Und das geht eben über diese Bereiche, die ich eingangs genannt habe, die richtigen Gedanken zu haben, sich angemessen zu ernähren und vor allen Dingen Bewegung als Baustein mit reinzunehmen. Super. Ja. Deswegen, Alter spielt keine Rolle. Das wollte ich dann sagen. Das finde ich auch super schön. So. Wenn man mehr über dich erfahren möchte, so wo kann ich, also ich bin überzeugt, dass jetzt vielleicht einige von der Community sagen, hey, ist super spannend, ich möchte mich mehr damit beschäftigen. Wo findet man Informationen über dich? Also es ist bestimmt eine Homepage, oder? Ja, ja. Wie ist die? Also www.benbark.de. Man findet die Fit-Offensive als solche, als die Initiative. Das ist www.fitoffensive.de. Beide
auch entsprechend im Social Media vertreten. Und ja, wer wirklich interessiert ist an der Stelle, findet uns auf jeden Fall und kann Kontakt aufnehmen. Super. Und sonst, wenn es euch mega gefallen hat, schreibt unten in die Kommentare, ihr wollt unbedingt den Ben vielleicht mit irgendwas noch in der Community haben. Dann muss sich das Enjoy This Life-Team was einfallen lassen, dass wir da vielleicht noch irgendwas mit Ben machen können. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Fand es mega spannend. Wir könnten noch lange, glaube ich, reden oder ich hätte noch viele Fragen, aber wir sind beide noch im Kongress. Du musst bald wieder auf die Bühne. Und vielen Dank, dass du dir, weil er hat wirklich so gerade, er geht so ein bisschen von einem Ding zum anderen. Du hast viele Aufgaben. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Gerne. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt unten in die Kommentare, schaut bei ihm vorbei und nicht vergessen, enjoy this life. Viel Spaß dabei. Genau. Super. Hey, danke.